Es war eine schlechte Idee. Ich werde an diesem Feuer nicht vorbeikommen. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich mach deinen Katzenstreu nass, du blöde Kuh. Ich werde in dein Katzenklo kacken. Ich weiß gar nicht, was das macht. Ich hab's jetzt einfach mal gedrückt. Ich danke dir für den Raid und Hallöchen an alle. Ein wunderschön. Was machen wir heute? Wir spielen heute das erste Mal Elden Ring. Also ich bin gerade ganz, ganz frisch seit 15 Uhr in dem Spiel drin. Wir haben literally noch nichts gemacht. Ich habe mir vorab nichts angeschaut dazu. Ich bin completely blind. Ich habe nur in der Vergangenheit Dark Souls gespielt, vor allem den dritten Teil. Und ich gucke mich so ein bisschen um und gucke, was das Spiel so kann. Bitte nicht backseaten, bitte nicht Story spoilern. Wenn ich Fragen habe, gerne mithelfen und sonst gerne zurücklehnen und genießen, dich auf die Fresse bekommen. Ich bin nicht gut in diesen Spielen, überhaupt nicht. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig und ihr könnt heute zugucken, wie jemand, der nicht gut ist, mit sehr, sehr viel Ehrgeiz sehr lange an den gleichen Bossen verzweifelt. I can do this. Ich glaube, der Rekord an Versuchen, die ich gebraucht habe, war auf dem schwersten Level bei God of War, weil ich vergessen habe, Rüstung zu kaufen, 250 Anläufe für einen Boss. Aber ich habe keine Peripherie zerstört. Kann ich das töten? Okay. Ja. Gut, kann ich. Offensichtlich. Jus, gut. Okay, dann schauen wir uns mal die Karte an. Vielleicht sagt mir die, wo ich am besten hin kann. Die ersten Schritte. Ja, ich habe ja dieses Symbol. Das zeigt mir, dass ich halt irgendwie darüber laufen soll, glaube ich. Und ich bin auch schon ein bisschen vom Weg abgekommen. Aber dieses Symbol hatte mir ja so ein bisschen gezeigt, in welche Richtung ich potenziell gehen könnte. Da ist schon wieder ein Schädel. Ah. In den Schädeln sind Runen. Das heißt, den anderen Schädel, den wir irgendwo weggetreten haben, den werde ich dann halt potenziell wiederfinden müssen. The fuck? Was ist das denn? Ich habe vor dem Dude so ein bisschen Angst. Der hat eine ziemlich fette Rüstung. Und ziemlich fette Rüstung heißt für gewöhnlich ziemlich strong. Alter. Warum rollen die so? Ich treff das nicht, es rollt. Es ist großartig. Was ist das? Ich kann... Nein, nicht die Klippe runter. Nicht die Klippe runter, bleib stehen. Nicht die Klippe runter. Nein, bleib. Oh mein Gott. Ich kann dem nicht ernsthaft hinterherrennen. Ich finde das richtig grausam. Lassen wir die mal scharfe sein und gut ist, okay. Schauen wir uns den großen Dude an. Der macht mir richtig Sorgen. Also ich muss da halt vorbei. Boah, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich mit dem anlegen sollte. Ich meine, das ist ein guter Busch. Ja, das ist ein guter Busch. Das sind alles gute Büsche. Ich bin gar nicht da. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich bin nicht da. Hab einen wunderschönen Waldspaziergang. Tschüss, großer, gruseliger Mann mit sehr großer, teurer, goldenen Rüstung. Ich gehe mal hier weiter. Tschüss, tschüss.
Aber wir könnten halt richtig, also wir könnten halt uns hier so hinpacken und wenn er wiederkommt, springe ich ihn an. Es war eine schlechte Idee. Oh mein Gott, es war eine schlechte Idee. Oh mein Gott, das war eine schlechte Idee. Oh mein Gott. Was tust du? Ja, komm her. Trau dich. Trau dich. Du hast ja doch, du traust dich ja doch nicht. Na komm zu mir. Du hast das gruselige Pferd. Gut. Ich habe nicht gesehen, dass mich das trifft. Das war Glück. Das war Glück. Mein Spiel hat geleckt. Das war Glück. Okay, ich will es einmal ernsthaft probieren. Ich will es einmal ernsthaft probieren. Und wenn wir es nicht schaffen, dann dodgen wir ihn beim Vorbeilaufen. Okay, da hat keine Chance, ey. Der hat auch einfach zu viel. Ich komme halt an den auch nicht ran, weil der so mobil ist, ne? Also der fällt auch Bäume. Ich mach dem halt kaum Schaden. Okay. Ah, nein! Da hat er runtergehauen. Hat er runtergehauen. Ich dachte nicht, dass er dann einen zweiten Eingriff reinschmeißt. Aber das geht. Also das ist machbar. Das ist machbar. Das ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Den kriegen wir. Den kriegen wir easy. Noch ein Versuch, komm. Das machen wir. Also das ist machbar. Außer er kriegt eine zweite Enrage-Phase, dann nicht. Das geht auf jeden Fall. Es ist nur super schwer, weil wir haben so wenig, also das größte Problem, das ich habe, ist gar nicht der Angriffspattern von ihm, also der ist auch unangenehm, sondern dass ich, ja, das war einfach gefailt, also da habe ich einfach nur gefailt. Das größte Problem, das ich habe, und ich, da werde ich, also ich glaube, daran wird es scheitern, ich habe nicht genug Range, um an den ranzukommen. Der ist halt so mobil und der springt halt so weit weg einfach, dass ich muss halt, wenn ich halt ausweiche, ist der halt schon wieder 10 Meter weiter. Ich habe halt nur diesen kleinen, diesen, ich möchte Wäsche waschen, Schläger. Und das wird halt echt, das ist halt schon, na komm her. Genau, jetzt kommt er. Okay, wir lassen das. Da war ich auch, habe ich auch einfach, wir lassen das. Also mein Ehrgeiz geht bei sowas ein bisschen mit mir durch und ich glaube, das Problem, das ich gerade habe, ich werde gerade richtig ehrgeizig und ich befürchte einfach, wenn ich jetzt nicht diesen Schritt mache und sage, nee, wir lassen das jetzt, dann sitze ich hier 6 Stunden, bis ich ihn lege. Das ist nicht Sinn der Sache. Wir lassen das jetzt, bevor ich noch 10-mal sterbe. Aber das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Also wenn ich, oh nein, ich habe aus Versehen gesoffen. Ja, ist wurscht. Ich wollte eigentlich in Deckung gehen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Sprich,
wenn wir dann irgendwann mal weiter sind, vielleicht logge ich mich einfach nur ein mit einem neuen Charakter auf nackig, einfach nur um zu schauen, ob ich den krieg. Weil es mich mega abfuckt, dass ich ihn nicht töten kann gerade. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ja, den werde ich sicher später auch noch töten können. Das wird safe gehen. 3 Tote haben wir damit jetzt, ne? Das ist nicht so gut. Das wäre vor allem nicht notwendig gewesen. Ich bin so irrelevant, dass er mich nicht mal gesehen hat, als ich neben ihm war. So klein und dreckig bin ich. Er hat mich nicht mal gesehen, als ich direkt neben ihm war. Gut. That hurts. So, was haben wir hier? Einmal eine Gnade, die ich einfach... Ist das ein Weihnachtsmann? Ist das ein Weihnachtsmann? Was ist das denn? Alter, bist du ein gruseliger Fucker. What the fuck? You're tarnished. I can see it. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kalle, purveyor of fine goods. Kalle! Mm, geil. Da kann man nachher Sachen kaufen. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Geil. Dann haben wir da mal ein bisschen was gehört. Die Macher von dem Spiel haben es mit langen Hälsern, oder? Also... Like. Ach geil, da können wir auch schmieden. Und wenn Schmiedestein bekommen. Ich glaube nicht, dass ich meine, was auch immer das ist, verstärken sollte. Ich glaube, dass das ein ziemlicher Waste ist mit der Waffe. Ich will mit der Waffe auch eigentlich nicht weiterspielen danach. Aber das Ding sagt uns jetzt auf jeden Fall, dass wir dorthin weiterlaufen sollen. Also, let's run. Du, du, du. Materialien verliere ich nicht, wenn ich sterbe, oder? Ich verliere nur Seelen, wenn ich sterbe, oder? Ist das hier auch so? Ist das eine Schildkröte? Ich will die nicht töten. Nur die Runen. Oh, Bruder, was ist das? Das ist ja riesig. Was ist das denn? Ih, das ist ja eine riesige Stechmücke. Okay, der zieht Luft ein. Und dann ballert er das grüne Zeug raus. Und das grüne Zeug ist safe giftig. Dann ist es weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay, okay.
Junge, was ist das? Das ist ja widerlich. Oh, meine Güte. Oh, mein Gott. Die ist schon wieder hinter mir. Ich höre die. Ich bin halt immer noch vergiftet. Alter, das ist ja... Das ist halt wieder so ein klassisches Spiel, das dir echt nichts gönnt, ne? Das Spiel hasst dich einfach. Eine goldene Rune. Ich bin immer noch vergiftet. Was zum Fick ist das? Ich bin gleich tot. Ja, ich kam nicht mehr rechtzeitig hin. Ja, ich kann halt, also das ist halt, ich habe übersehen, wie schnell das runter getriggert ist tatsächlich. Heilige Scheiße. Okay, dieses Spiel hasst mich. Wir gehen nicht zu Dingen, die Gift machen. Wir haben momentan noch nicht wirklich was, um dagegen vorzugehen. Da hinten ist noch irgendwas, was rot leuchtet. Ich wollte mir die komische Frau da oben nochmal angucken. Wir folgen vielleicht danach erstmal wirklich diesem Weg, der mir gezeigt wird, bevor wir anfangen, uns komplett random überall umzuschauen, weil ich noch nicht wirklich einen Überblick habe, wo ich überhaupt hin will dann. Was ist das da oben? Die will ich mir noch anschauen, die Dame. Weil hier, wir haben ja auch was, was wir... Ah, da kann ich meinen Scheiß aufheben, ne? Da gab's ja was. Führer und Torwächter all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Ach, und die ist auch so ein... Die zeigt mir auch eine Richtung. Die zeigt mir auch eine Richtung. Ich gehe mich da mal umgucken. Ich guck mal, was die mir da zeigen möchte. Kann ich da runter? Ich will da nicht runterspringen. Ich finde Springen von solchen Höhen nicht so geil. Diese haben alle so lange Hälse, ne? Das ist insane. Was für eine Waffenpräferenz hast du? Gar keine bis jetzt, weil ich komplett blind bin in dem Spiel. Also ich habe mir nichts angeguckt bis jetzt. Ich kann dir nicht mal sagen, was es gibt an Waffen. Ich bin sehr elegant über das Ding drüber gestolpert. Ich hab's weggetreten aus Versehen. Ups. Ach, wie süß sind die denn? Cute. Du bist ja ein Süßi. Hallo. Süß. Noch mehr Vögel. Das sieht schon eher nach einem Gegner aus, mit dem wir uns gerade anlegen können. Okay, offensichtlich nicht. In dem vorigen... Ach, der macht durchgehend Feuer, wenn er von der Seite ist. Das ist schon ein Angriff. Ach, das ist schon ein Angriff, wenn er das so vorhält. Das ist ja ätzend. Junge, wat? Wie soll ich denn dann überhaupt... Hä? Das ist... Dass der das so vorhält? Das ist ja ultra kacken. Das ist ja ultra dreist. Das habe ich gar nicht gerafft. Dass das so richtig vor ihm ist, quasi. Ach du Scheiße. Geil. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllt euch eure Flaschen wieder. Die Anzahl und der Art der gefüllten Flaschen variiert je nach Gegnergruppe. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Geil. Nice.
Dann haben wir gerade wieder Flushies dazu bekommen. Dann hätte ich davor richtig heilen können, ohne Probleme eigentlich. Weil mir der das ja jetzt wieder aufgefüllt hat quasi. Das ist cool. Dann trinke ich jetzt auf jeden Fall sicherheitshalber ein Flashlein. So, für die kleine Erinnerung. Wie war das nochmal? So nehme ich es in beide Hände, genau. Nur, dass ich das verinnerliche, wie das nochmal geht. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen was zum Sammeln. Oh, hier liegt was Hübsches. Ein Pilz. Ein radioaktiver Pilz. Und eine Höhle. Let's look. Wenn ich meine Waffe 2 nicht an, könnte ich auch blocken. Das war nicht blocken. Das war nicht blocken. Aber hier kann ich wieder Gnade anfassen. Ein wahrer Tod bedeutet die Rückkehr zum Erdenbaum. Habt Geduld, bis die Zeit kommt und die Wurzeln euch rufen. Ich habe immer das Gefühl, unterirdisch gehen ist normalerweise nicht so eine smarte Geschichte. Oh mein Gott! Oh Bruder, ich habe mich erschrocken. Oh mein Gott, ich habe mich erschrocken. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott, ich habe mich erschrocken. Oh mein Gott, ich habe mich erschrocken. Oh mein Gott, ich habe mich erschrocken. Holy shit. Gut. Puh. 300 Jahre älter geworden gerade. Gegen so einen popligen Mini-Golem gekämpft. Erstmal Herzinfarkt. Gut. Was haben wir hier? Na, jetzt traue ich mich hier nicht mehr durchgehen, ohne um Ecken zu gucken. Kann ich das Grab zerschlagen? Nee, das ist ein bisschen zu heftig. Ach, hier könnte ich jetzt Hilfe rufen, oder? Nee, ich will die nicht. Ich will nicht, dass die aktiv ist. Kann ich die wieder ausschalten? Oh Mann. Wenn ich die untersuche, rufe ich Leute ran. Ich wollte gar keine Leute ranrufen. Ah, guck mal. Da ist er. Komm zu Mama. Bruder. Holy shit, sind die schnell. Er ist irgendwo da oben. Wie komme ich da hoch, ist die andere Frage. Ich krieg den wahrscheinlich jetzt auch noch nicht motiviert, dass er da runterspringt. Das nehmen wir noch mit. Ach du Scheiße, ey. So, ich muss mal ganz kurz was gucken. So. Was war das? Okay. Are you fucking kidding me? Nein, das war nicht. Kacke, wie war das? Oh mein Gott, wo kommst du denn her? Mann. Ich habe gar nicht kommen sehen, dass der ich habe gar nicht gesehen, wo der gekommen ist. Okay. Ja, alles gut. Und jetzt laufen wir durch. Oh mein Gott.
ich meine, immerhin muss ich mir jetzt auch nicht mehr die Beine rasieren. Die sind jetzt glatt. Ah, ich war zu langsam. Scheiße, ich war zu langsam. Das war ein halber Meter. Das war ein halber Meter. Das war... Ich hab B gedrückt. Das war ein halber Meter. Was eine Scheiße. Und jetzt sind meine Seelen da unten. Und die sind auch wieder respawned. Da ist dieses kleine, ekelhafte Kerlchen um die Ecke. Ach du Scheiße. Gut, damit sind die Seelen auch RIP. Ich hätte weiter rollen können, ne? Ist das wie bei Dark Souls, dass ich wirklich für jeglichen Schaden immun bin, sobald ich rolle? Also hätte ich quasi den letzten Meter rollen können und hätte dann keinen Schaden vom Feuer bekommen? Gut. Da ist er. Na komm! Blocken geht so, ne? Das sollten wir nochmal ausprobieren, ob wir das hinkriegen. Okay, das kriegen wir nicht hin. Mit dem Ding kann ich zwar theoretisch blocken, aber ich will mit dem Ding auf jeden Fall nicht blocken, weil der Schaden durchgeht. Aber damit hätte ich auch rechnen müssen, dass das nicht klappt. Das klappt doch nie. Ah, nur wenn ich richtiges Timing habe. Also durchgehend gedrückt halten funktioniert auch wieder nicht. I see. So. Hier war noch keiner. Hier drüben. Hier kommt jetzt einer runter und einer schießt auf mich. Genau. Kommen Sie zu mir. Ach, Scheiße, der macht zwei Dinger und nicht einen. Wie sogar diese kleinen Mobs einfach zu absoluten Endgegnern werden. Na komm ran! Ich war noch in meinem Angriff. Oh mein Gott, ey. Oh, ich finde diese kleinen Viecher sogar schlimmer als die großen, weil die so... Ach, da ist der andere, guck. Der ist diesmal doch runtergekommen. Gut. Auch gut. Dann haben wir den jetzt diesmal direkt hier. So, nochmal saufen. Saufi. Und uns jetzt diesem scheiß Feuer stellen. Ich werde an diesem Feuer nicht vorbeikommen. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Dieses Feuer ist mein absoluter Hauptgegner. Ich werde an diesem Feuer nicht vorbeikommen. Ich kann es nicht glauben, dass ich an diesem Feuer verrecken werde. Das ist so close. Du darfst dir da halt einfach nichts leisten. Ja, ich will die Seelen halt mitnehmen von den toten Kleinen. Junge! Junge! Oh, Bruder. Die sind richtig fies. Ja, bin gerannt, Naru. Ich bin gerannt. Danke für den Tipp. Weiß sie, dass man rennen kann, während sie rennt? Nein. Nein, offensichtlich nicht. Ich steck fest. Ich liebe die Kamera. Alter, ich muss dort vorne bleiben. Weiß sie, dass man nicht sterben sollte? Nee, das weiß sie nicht. Weniger sterben. Seht ihr, aber das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich kann keine Death-Wette machen, weil ich einfach zu oft sterbe.
Angriff ist die beste Verteidigung. Der hat einfach... Also in dieser Ecke ist auch einfach diese scheiß Minimap ist halt auch einfach wirklich zum Kotzen. Diese scheiß Minimap hier drinnen. Ich schieb's jetzt einfach auf die Minimap. Bleib unten und beweg dich nicht. Boah, ey. Dankeschön, K-Vase. Vielen lieben Dank. Hallo, fertige Eumel. So. So. Der erste kommt jetzt wieder mega krass angesprintet. Warum habe ich denn meine Flask gerade nicht getrunken? Also, kann ich während ich springe wahrscheinlich... Ich muss wahrscheinlich am Boden sein, damit ich trinken kann, ne? Ich muss wahrscheinlich... Ich kann im Sprung wahrscheinlich nicht trinken. Flask. Ich komme mit dieser scheiß Kamera nicht klar in diesen scheiß Gängen. So, das war jetzt entspannt. Da ist nichts passiert. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Brotonimus, ich habe eine letzte Bitte an dich. Bitte hör auf zu backseaten. Danke. Versuch mal nicht zu backseaten. Versuch mal den Titel zu lesen. Der Kamera ist wirklich dritter Gegner. Also wirklich. Im Sprung trinken geht bloß beim Tanzen auf dem Oktoberfest. Der ist gut. So. Komm ran. Ich schaff das. Also ich hab das. Ich bin jetzt absolut nicht ausgewichen. Wir werden das jetzt. Wir gehen das jetzt ein bisschen anders an, Leute. Ich muss dieses Parieren schaffen. Und ich krieg dieses Parieren nicht hin. Also ich krieg's wirklich überhaupt nicht hin. Ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie ich das machen muss. Und wenn ich das bei diesen kleinen Dingern nicht schaffe, dann habe ich keine Chance, dass ich das später schaffe. Ich habe überhaupt kein Gefühl für dieses Parieren. Also gar keins. Ich muss es halt in der richtigen Sekunde machen. Das ist mir bewusst. Ich bin halt dieser klassische, ich roll mich durch Dark Souls durch Spieler. Aber der macht mir halt immer Schaden. Also zählte das schon als Parade? Oder kann ich einfach quasi nicht mehr parieren, weil das eine Trash-Waffe ist, die ich in der Hand habe? Oder wie genau muss ich das verstehen? Ja, das war Parade. Mit Schild blockst du nur. Okay, das heißt... Es gibt keine Parade, indem du rechtzeitig blockst. Du kannst mit der Keule nur blocken, nicht parieren. Okay, dann liegt das gar nicht an mir. Dann habe ich versucht, was zu machen, was technisch gar nicht möglich ist. Habe ich das? Habt ihr mich gerade von meinen Schulden befreit, von meiner Schuld befreit und mir gerade erklärt, dass ich versucht habe, Dinge zu machen, die ich gar nicht machen kann? Das ist ja geil. Dann bin ich ja gar nicht ganz scheiße. Ja, geil. Ja, nice. Dann ist das ja voll legitim, dass ich weglaufe wie so ein feiger Hoppel. Das war geplant. Ich wollte nur gucken, wie es aussieht. Ich wollte nur gucken, wie es aussieht. Das war geplant.
Na komm runter. Ja, geht doch. Seht ihr? Geht doch. Alles entspannt. Alles wie immer. So. Das ist der Ort, an dem ich noch 30 Mal sterben werde. Ich freue mich schon. Oh mein Gott! Wo kommst du denn her? Ich dachte, ich hätte schon alle erwischt. Dieses Feuer. Dankeschön, K-Ways, für den Prime-Sub und The Code Black für die 15 Monate. Willkommen zurück bei den Eumeln. Dankeschön, Dankeschön. Okay. Oh, meine Fresse! Du warst erst so langsam! Warum bist du so schnell? Du warst erst so langsam! Jesus! Mein Herz. Ha, nein. Der wirft Dinge. Ha, nein. 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 Wo ist der andere? Hinter mir. Nein, 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 nein. Nein, 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 ich sterbe jetzt nicht nochmal. Nein, ich sterbe jetzt nicht nochmal. Ich habe überhaupt keine Nerven, diese Feuerstelle nochmal zu machen. Du kannst das vergessen, du Arschloch. Vergiss es. Mit der Glocke eines Geisterrufs könnt ihr mit Asche verschiedene Geister herbeirufen. Das Herbeirufen verbraucht gewöhnlich FP, Fab Points. Ihr könnt immer nur einen Geistertyp auf einmal herbeirufen. In Mehrspielerparteien könnt ihr keine Geister herbeirufen. Geil. Dann kriege ich Geister, die mit mir rumlaufen. Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Dass ich jetzt zurücklaufen muss? Dankeschön, Lupa, für die 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Kann ich nicht rausreisen? Also könnte ich nicht theoretisch... Du bist noch nicht fertig. Hä, klar bin ich fertig. Ich bin... Ha! Nein, 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 nein! 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 Ich habe nicht gesehen, dass der kommt. Tür ist offen. Ach, aber ich habe die Tür aufbekommen. Der war die ganze Zeit schon da. So eine Lüge. Puh.
Ah. And now we can go in here. Habe ich die Geister auch verloren, die ich gefunden habe? Sind die auch weg? Wie würde ich die beschwören? Wie würde das gehen? Das habe ich nämlich noch nicht gecheckt, wie das geht. Equipment. Ach, und da sind diese Geister. Und die könnte ich quasi einfach ausrüsten und dann nutzen. Aber mir fehlt noch ein Item dafür, okay. Ich meine, ich hätte es jetzt im ersten Try sowieso nicht mitgenommen. Ich möchte erstmal wissen, gegen was für einen Boss ich kämpfe, bevor ich die Geister waste. Aber geil, Bossfight. Nackt. What could possibly go wrong? Was ist das? Ey, das wäre Kalles absoluter Endgegner. Es ist eine riesige Katze. Bruder, bist du hässlich. Okay, okay. Das ist doch kein Hund. Das ist doch kein Hund. Also es steht Wachhund dabei, aber das ist doch eine Katze. Das ist doch kein Hund. Hä? Ist das ein Hund? Das ist doch kein Hund, oder? Also für eine Katze ist das Ding schon echt hässlich, aber für einen Hund? Als Hund würde ich das nicht mal durchgehen lassen. Ich muss mich kratzen. Das ist nicht so gut gerade. Okay, das kam unerwartet schnell. Ach du Scheiße. Also was ich an der richtig krass finde, ist, dass die keine Bewegungsanimation hat. Die ist halt ultra mechanisch und deswegen finde ich es total schwer einzuschätzen. Ich liege im Feuer, 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 ich liege nicht mehr im Feuer. Ich finde es richtig schwer einzuschätzen, wann da welche Animation kommt, weil die so mechanisch ist. Okay, wir haben Pattern springen. Wir haben Pattern springen und runter und Flächendamage. Den macht sie mehrfach hintereinander. Wir haben Pattern, wenn sie so steht, sie macht so Feuerkreise um sich rum. Wir haben Pattern, sie schlägt einfach randomly. Wir haben Pattern, sie macht den Schusch. Da ist halt die Frage, kann ich über den Schusch drüber springen? Ich würde im Zweifelfall sagen, ich kann wahrscheinlich nicht über den Schusch drüber springen, aber vielleicht kann ich über den Schusch runterspringen. Wir werden es ausprobieren. Gucken wir mal. Ich darf mich auf jeden Fall nicht von dem Ding treffen lassen, das von oben runterkommt, weil das one-shottet mich, wenn es richtig trifft. Gut, dann ist das ja völlig entspannt. Erstmal noch ein Schlückchen trinken und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Was ist der Schusch? Der Schusch ist... der Schusch ist dieses Ding, das sie auf dem Boden... Also Schusch. Schusch ist dieses so und dann macht sie so wuh. Wenn sie ihr Schwert auf den Boden legt und dann so eine Halbdrehung. Dankeschön, Ryder. Genau der Wirbel. Und Dankeschön, Wattenfrechdachs, für die 2 Subs. Das ist sehr nett. Vielen lieben Dank für den Eumel. Dankeschön.
Schusch ist der Fachausdruck für den vertikalen Drehangriff. Ja, genau das. Okay. So, machen wir. Schaffen wir. Na komm her, Mauzi. Komm zu Mama. Okay, das kannte ich noch nicht. Das neu. Scheiße, ich war zu langsam. Ich war sehr viel zu langsam. Oh, Bruder. Jetzt macht sie Feuer, oder? Nee. Pia. Ich war noch in der Animation, das war mein Fehler. Ich kann eigentlich direkt wieder neu starten. Das war extrem schlecht gerade. Also wirklich extrem schlecht. Aber ich springe auch irgendwie die ganze Zeit zweimal statt einmal. Damit muss ich auch unbedingt aufhören. Komm zu Mama. Das war zu schnell. Okay. Holy shit, ey. Meine Finger sind auch schweißgebadet. Also meine Finger sind at this point schon schweißgebadet. Ich glaube, woran es vielleicht auch liegen könnte, dass ich gerade noch nicht so gut bin, ist, ich habe nicht den richtigen Controller. Also auf meinem Controller ist ein Sea of Thieves-Zeichen. Und das ist halt schon ein sehr entspannter Controller. Der ist es gewohnt, dass wir entspannte Sachen machen. Ich glaube, ich brauche einen Controller, der bereit ist, nicht so entspannte Sachen zu machen. Der bereit ist, ein bisschen aggressiver zu sein. Ich glaube, ich brauche einen aggressiven Controller. Um die Verantwortung von mir selbst wegzudrücken zu der Technik, die ich nutze, die mangelhaft ist. Es ist der Controller. Was soll es sonst sein? Okay. Oh, Bruder, den kennen wir auch noch nicht. Der kommt gleich wieder von oben und der kommt sehr schnell. Jetzt kommt Feu-Feu raus. Ja. Die springt gleich wieder, oder? Nee, es kommt der Schnelle von oben. Okay, jetzt springt sie zweimal. Nochmal? Nee. Was macht sie jetzt? Das kenne ich noch nicht. Ich weiß nicht, was sie macht. Ich kenne das nicht. Das macht mich nervös. Das hat getroffen? Bullshit hat das getroffen. Okay. Das hat nicht getroffen. Okay, warum ist der Autofokus weg? Chill, Pia. Ganz entspannt. Du gehst nur an einem Sonntag spazieren und hast eine riesige, bösartige Katze in der Nachbarschaft. Du gehst ganz entspannt spazieren, Nachbarschaftsspaziergang. Das sind deine Nachbarn, wenn du den Hundekot nicht wegräumst. Oh mein Gott. Das ist ärgerlich. Oh, aber es ist schon besser. Es ist schon viel besser. Also es ist schon wirklich viel, viel besser. Bruder. Dankeschön, Gerrit, nochmal für die 15 Monate und Holy Day für die 7 Monate. Danke schön. Vielen lieben Dank. Und tschüss, Lucio. Aber es wird besser. Also, Dankeschön, Ursli, für die 100 Bits. Man darf sich nur auf gar keinen Fall Divi angucken. Ich habe immer das Gefühl, wenn man Divi bei dem Spiel zuschaut, dann will man selber nicht mehr spielen. Weil dann kommt man sich einfach vor wie der schlechteste Spieler der Welt. Hallo Ursal, danke für die 100 Bits.
bin zu früh. Ich wusste, was er tut. Ja, scheiße. Da komme ich auch nicht mehr rechtzeitig auf, wenn sie mich so trifft. Ich wusste, was er tut, aber ich bin zu schnell gerollt. Ich hätte ein bisschen später rollen müssen. Schade. Ja, das war der Schusch. Das war literally der Schusch. Dankeschön, Chaya. Vielen lieben Dank für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Und hallo, Divi. Hallo, Divi. Einen wunderschönen. Hallo. Wie auf deinem Leichnam einhackt. Leute, ihr habt euch immer schon gefragt, was in Geschnetzeltem drinnen ist. Pia. Das war nicht böse gemeint. Du bist einfach die krasseste Spielerin, die ich kenne, was diese Spiele angeht. Und wenn ich bei dir zugucke, dann sieht es immer aus wie ein Kinderspiel. Und wenn ich selber spiele, komme ich mir vor wie ein Kind, das ein Erwachsenenspiel spielt. Okay, das verliere ich. Wenn die geschnetzelt das macht, dann verliere ich das. Ha! Ha! Gott, ich habe mich schon sterben sehen. Das habe ich kommen sehen. Ich springe schon wieder zweimal. Ich bin aus dem Rhythmus raus. Weg von der. Ah, nein! Nein, nein, sei nicht so greedy. Heute gibt's Lasagne. Aber mit Hund. Nicht mit Mensch. Nicht mit Mensch! Puh. Ich hab nicht getroffen. Schade. Hier ist noch eine Säule. Willst du die nicht auch noch kaputt machen? Na komm. Na komm. Na komm. Ein bisschen zu früh. Die Sache ist halt, ich muss dranbleiben. Also es bringt mir nichts, die ganze Zeit so weit weg zu sein von ihr. Das ist halt dieser klassische Anfängerfehler, den du bei Dark Souls halt machst, wenn du lange kein Dark Souls gespielt hast, ist, dass du halt viel zu weit weg bist. Und wenn du so weg bist, kannst du halt keinen Schaden machen. Das bringt dir halt nichts. Da bin ich schon wieder zweimal gesprungen, beziehungsweise 100-mal. Scheiße. Ach, scheiße, da bin ich zu schnell gerollt. Ich muss halt näher dranbleiben. Also es wird besser. Ich merke gerade auch selber, dass mein Dark Souls-Gehirn langsam wieder zum Arbeiten funktioniert. Das ist ein bisschen verstaubt und wurde 4 Jahre lang nicht benutzt. Aber es wird besser auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall näher dranbleiben. Also ich mache einfach den gleichen Fehler, den ich am Anfang bei Dark Souls auch gemacht habe. Dass ich immer so weit weg war, wie nur irgendwie möglich. Aber ich habe nichts davon. Wenn ich so weit weg bin, verbrauche ich viel zu viel Zeit, um hinzulaufen, damit ich einen Hit machen kann. Und diese Zeit hinzulaufen ist eigentlich der größte Risikofaktor, weil da kriege ich halt auf die Fresse. Ich muss der halt eigentlich auf dem Arsch kleben und einfach ihre Angriffe timen. Das ist ja das Schöne an Dark Souls. In der Rolle kriegst du keinen Schaden. Nutz die Rolle. Die Rolle ist dein Safe Spot, nicht die Entfernung. Nutz die Rolle. Jut. Oder auch nicht. Ach, meine Fresse. Scheiße. Das war stupid. Sei die Rolle. Ah. Dankeschön übrigens, Tobi, für den verschenkten Sub. Dankeschön, Schala, für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön, Dankeschön. Ja, mir wurde, ich weiß, dass ich auch doppelt kämpfen kann.
Aber ich habe halt das Gefühl, also ich fühle mich nicht so richtig wohl damit, weil wenn ich mit Dings kämpfe, ist der Schlag langsamer? Ist er eigentlich nicht. Nee. Ich hatte das Gefühl, dass der Schlag, wenn ich zweihändig kämpfe, dass der irgendwie länger braucht, um durchzukommen. Aber ist er eigentlich nicht. Okay. Da wollte ich zu viel. Ja, da wollte ich zu viel. Und wenn sie mich mit dem Ding trifft, bin ich tot. Da wollte ich zu viel. Der klassische Dark Souls-Moment. Hallo Mozzi. Hallo Haven. Einhändiges gefühlt ein Ticken schneller, würde ich schon sagen. Ist es, ne? Ist es schon. Warum habe ich eigentlich mich dafür bereit erklärt, dass wir einen Death-Counter mit reinnehmen? Gab es irgendeinen masochistischen Grund, warum ich gesagt habe, ein Death-Counter wäre... Ein Death-Counter wäre eine gute Sache. Okay, Leute. Also ich habe in meinem Titel literally drinnen stehen, ich möchte keine Tipps haben. Matze, was muss ich deiner Meinung nach tun, damit ein Nutzer wie du versteht, dass ich keine Tipps haben möchte? Ich frage literally wirklich. Es steht im Titel. Was kann ich noch mehr tun? Soll ich es in den Screen reinschreiben? Es ist eine ernsthafte Frage. Also es steht im Titel, es steht alle 30 Sekunden im Chat. Was soll ich noch machen? Bin ich auch wieder aus Angst doppelt gerollt. Da bin ich zu früh gerollt. Okay, let's go. Da kommt's jetzt nochmal. Da bin ich auch zu früh gerollt. Da kommt jetzt Feuer. Guck mich bitte nicht so an, ey. Jetzt springt sie wieder. Ach, komm. Scheiße, da war die Wand. Alter, wie sie den Kopf umgedreht hat. Wie fucking gruselig, ey. Holy shit. Wie fucking gruselig. Oh mein Gott. Was ist das für ein geiles Vieh? Man kann ja bei sowas auch theoretisch gesehen immer weggehen, ne? Aber ich will halt nicht weggehen. Ich will den halt schaffen. Ich will nicht aufgeben. Wir schaffen den auch. Okay, einfach entspannt. Ignoriere den Chat, fühl dich nicht scheiße. Die gucken nicht 2000 Leute dabei zu. Du machst das. Einfach ganz entspannt. Als würdest du eine Kohlsuppe kochen. Den hätte ich mir nicht leisten dürfen. Ach Gott, ey, Pia. Das Timing ist so schlecht.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass ich trotzdem gleich meinen Controller wechseln werde. Weil ich habe zuerst gedacht, dass ich zweimal rolle, weil ich zweimal drücke. Aber ich glaube tatsächlich, ich rolle nicht, also ich drücke nicht zweimal. Ich habe jetzt einmal gedrückt. Also ich habe das Gefühl, ich muss potenziell tatsächlich Controller wechseln. Ich meine, man muss aber auch sagen, der Controller leistet mir auch schon seit 4 Jahren echt gute Arbeit und wird seit 4 Jahren benutzt. Und ich glaube, mein A-Knopf rollt teilweise doppelt. Wir switchen da jetzt einmal mal durch und gucken mal, ob wir mit dem Controller besser vorankommen. Testen wir es einfach mal. Ich muss mal dafür ganz kurz unter den Tisch. Ich bin gleich wieder da. Ich habe mir tatsächlich einen Pro-Controller geholt, weil ich gewusst habe, dass wir Elden Ring spielen werden. Und ich habe den vorher sogar extra aufgeladen. Das heißt, wir haben einen nagelneuen, frischen Controller für den Elden Ring dran. Darüber freue ich mich tatsächlich extrem. So, jetzt müsste nur noch das Spiel erkennen, dass ich einen neuen Controller habe. Geil. 4 Jahre hat noch kein Controller bei mir überlegt. Die Teuren sind 1 bis 5, 2 Jahre durch. Ja, also ich habe den Controller... Ja, ich glaube, 4 Jahre müssten es jetzt in etwa sein. Wann kam Sea of Thieves raus? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, dann sind es 4 Jahre auf jeden Fall. Geil. So, die hinteren Dinger packen wir mal weg. Weil die hinteren Dinger brauche ich beim Pro gerade gar nicht. Tatsächlich. Geil. So, nochmal. Let's go. Voll. Das war nicht der Controller, das war meine Wenigkeit, die Scheiße gebaut hat. Da habe ich auch zweimal gedrückt gerade, das hat auch gepasst. Können wir mal darüber reden, wie geil das fucking scheiße Charakterdesign in dem Spiel ist? Alter, der kann sich auch einfach um 360 Grad beim Schlag drehen. Mitten so nebenbei im Dingsterbumster. Okay, krass. Das wird's nicht, Leute. Das wird's nicht. Das wird's nicht. Das wird's nicht. Der macht hinten auch Schaden.
Der Schwanz macht auch Schaden, wenn er runterkommt, nicht nur das Schwert. Der ganze Arsch macht Schaden. Ich wurde quasi gerade gebuttfaced. Ich wurde gerade gebuttfaced and it hurts. It hurts so much. And yet succeed. Hallo Niki. Verarscht du wurdest. Ja, aber sowas von. Ich finde das mega krass, dass die wirklich in alle Richtungen einfach ihr Schwert runterknallt. Die hat halt keine Wirbelsäule. Aber das hätte ich auch wissen können, dass die keine Wirbelsäule hat. Also, da bin ich auch einfach selber schuld. Bruder! Ich lebe noch. Okay, krass, habe ich nicht gedacht. Scheiße. Dankeschön, Shadow, für die 15 Monate. Dankeschön. Oh mein Gott. Ich komme mir so schlecht vor, dass ich an dem Boss schon so oft scheitere, ne? Ich komme mir so bad vor, dass ich an diesem Boss schon so zum Struggeln habe. Ist halt der erste Boss, in den ich reinrenne. Und ich krieg nur auf die Fresse. Das ist echt, ich komme mir so bad vor. Dankeschön, Flaft. Vielen, vielen lieben Dank. Ach komm! Mach deinen Katzenstreu nass, du blöde Kuh. Was in dein Katzenklo kacken? Ach Gott, ey. Das ist kein Hund. Das ist... Ich weigere mich, das als Hund anzuerkennen. Mann. Scheiße. Einmal rollen, nicht zweimal. Ich weiß gar nicht, was das macht. Ich habe es jetzt einfach mal gedrückt. Wie nutze ich mein Barbarenbrüllen nochmal? Das sollte ich vielleicht auch noch nutzen. Das hatte ich total vergessen. Linker Stick reindrücken war das, glaube ich, dass ich rot leuchte, ne? Das sollte ich auf jeden Fall nutzen, auch für den Fight. Oder LT. Nicht wie wenn du tot bist, scheinbar. Dankeschön, Geld, für den Prime-Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und Dankeschön, Flift. Wenn deine Pots leer sind, spielst du tausendmal besser. Ja, wahrscheinlich, weil ich Panik hab dann. Vermute ich jetzt einfach mal. Das ist der Standard. Okay. Gut, wir machen das jetzt. Ganz entspannt. Ich mache mir jetzt keine Sorgen. Ist das egal, dass ich scheiße bin? Das ist fein. So, guck mal. Hast du davon? Jetzt hast du mich so verärgert, dass ich rot geworden bin. Jetzt habe ich richtig gebrüllt. Ja. Kannst du mal Angst haben jetzt? Das ist jetzt. Hat nur nicht so viel gebracht. Oh, ich kann schon wieder brüllen. Ich kann die ganze Zeit böse sein. Scheiße.
war, stupid. Okay. Scheiße. Ich dachte, ich wäre nicht in Range. Jetzt habe ich da halt einfach umsonst eine Flask verloren, leider. Das ist super schade. Ich war gerade richtig gut dabei. Und das haben wir jetzt damit. Ha! Okay. Jetzt kommt der Hit. Ich war zu greedy. Der eine Hit war zu viel. Ich war zu greedy. Ich hätte den Hit nicht machen dürfen. Ah, ich war zu greedy. Der Klassiker. Guckt, wie wenig Leben sie noch hat. Ach, was eine Scheiße. Ich bin so eine greedy Kuh. Ich war zu greedy. Ah. Dark Souls bestraft das so hart, wenn du greedy bist. Und Elden Ring offensichtlich auch. Schade. Aber jetzt haben wir sie. Ohne Blesk spielt sie besser. Ja, ich habe halt jetzt einen Hit zu viel genommen, aber ich habe dazwischen auch diese zwei Vlesks einfach. Vlesks, Flasks, Flasks, wie auch immer. Diese zwei Tränke habe ich halt einfach verschwendet und das hätte nicht sein dürfen, eigentlich. Zu früh. Schon wieder verschwendet. Schon wieder verschwendet. Kann ich eigentlich direkt wieder neu starten? Das war richtig bad gerade. Warum schaffe ich das denn jetzt timingtechnisch nicht mehr? Was denn jetzt los? Was ist denn jetzt mit meinem Timing los? Das war gerade so ein guter Try. Und jetzt kriege ich nur aufs Maul. Ich fühle mich wie auf der Kreuzung in der Fahrstunde, wenn ich mein Auto absauf, weil ich Schaltung lerne und das nicht hinbekomme, nicht auf Gas zu drücken und gleichzeitig Schaltung. Ich habe literally kein Leben. Also wir sind eigentlich nicht mehr alive. Wir sind nicht mehr alive. Ach, okay. Okay, let's go. Was macht denn Berserkerschrei? Kein Plan. Ich leuchte rot. Sollte ich vielleicht mal nachlesen. Weil das Schwert der Katze stumpf. That's the next try, ey. Hallo, Fist of Doom. Gas und Kupplung gleichzeitig ist aber ungünstig. Mhm, sagt mein Fahrlehrer auch. Der sagt das auch. Dankeschön, Dali, für die 5 Subs, ey, das ist ultra sweet. Vielen, vielen lieben Dank dafür und einen wunderschönen Aufenthalt hier weiterhin an alle Neuen. Dankeschön. Ehre an euch, dass ihr euch das anguckt hier. Ach, Blödsinn. Yeah.
zu früh gerollt. Das war wirklich gemein. Also das war wirklich gemein, dass das gehittet hat. Aber ich roll nicht mehr doppelt, ne? Also jetzt verkacke ich meine Dodges nur. Aber ich roll nicht mehr doppelt. Okay, was war das? Das war ein Leck. Das war definitiv ein Leck. Ich weiß nicht, was das genau war, aber das war ein Leck. Das Timing vom Springen nicht hin. Dankeschön, Mr. Nutella, für die 72 Monate und den Tier 3 Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ach, was eine Scheiße, ey. Hast du eigentlich vorher schon Master Sword gespielt? Ja, ist 4 Jahre her. Also ich habe Dark Souls 3 durchgespielt und ich habe auch andere Dark Souls Teile getestet und so, und ich liebe diese Spiele eigentlich. Aber ich habe seit 4 Jahren keins mehr gespielt und ich habe mich einfach ins kalte Wasser wieder gesetzt und mein Gehirn ist, ja. Aber es macht Spaß, also ich verstehe noch bei sowas nur nicht, warum man mir zuguckt, weil ich echt nicht gut bin und 100.000 Anläufe brauche, aber es macht ultra viel Spaß. Dankeschön, Dinas, für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Gib dir einfach ein Leckerli, dann ist sie vielleicht besänftigt. Ich habe nur Hundeleckerlis hier. Hallo Philipp. Direkt ins Gesicht. Ich frag mich mal, wie es der Katze gehen würde, wenn ich hier mit einem Schlag so viel Schaden machen würde. Ach komm. Ich glaube, ich gehe gleich Liegestützen machen. Oder Hampelmänner. Einfach um meinen Kopf ganz kurz wieder frei zu bekommen. Ich glaube, ganz kurz Hampelmänner machen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Um einfach aus dieser Starre zu verschwinden. Hör doch auf zu springen, du Scheißvieh. Junge, machst du noch irgendwas anderes? Scheiße. Ich mach Hampelmänner. Okay. Und wir machen Hampelmänner, weil ich muss mich bewegen und sonst geht hier nichts mehr, weil das hilft mit, habe ich gehört. Schön. So, dann noch ein Schlückchen Cola. Was war das denn? Das war, weiß ich nicht, Dehnübungen. Sport macht Spaß. Okay. Für jeden Tod 5 Liegestützen. Jungs, Leute, ich habe immer noch Muskelkater von Sonntag, ne? Ich hab immer noch Muskelkater von Sonntag. Ich habe eine Wette verloren, Kulturo. Okay.
Das sah eher aus wie ein kleiner Vogel, der zum ersten Mal fliegen will. Mein Beileid an den Vogel. Das größere Dilemma, das ich in meinem Kopf gerade habe, ist, wie soll ich daraus ein Uncut-Let's Play machen? Ich werde Vin darum bitten, die 30 Versuche, die ich dazwischen habe, vielleicht dazwischen mal ein bisschen zu beschleunigen. Weil ich glaube nicht, dass man sich auf YouTube gerne Uncut 40 verkackte Versuche anschaut, oder? Wir machen es einfach ein bisschen schneller. Und für die Leute... Boah, ey, das ist einfach eine Scheiße. Und für die Leute, die sich's angucken wollen, die können dann einfach ein bisschen auf langsamer spulen bei YouTube. Und können sich dann den Original-Ding angucken. Ach komm. Das ist doch Bullshit. Das ist doch echt Bullshit gerade. Das kann doch nicht sein, dass ich das nicht hinbekomme. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist... Okay. Crying Dive, ich habe einen Tipp für dich. Lies mal einen Titel. So stupid, dass ich den Schlag gerade bekommen habe. Scheiße. Wieder eine Sekunde zu langsam. Dankeschön, Schwarz-Weiß-Drucker, für die 35 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für den Support. Das ist super nett. Dankeschön, Dankeschön. Das ist super lieb. Ein zu viel vorhin wieder, ne? Hallo, Maxo. Versuch, seine Lebensanzeige auf 0 zu bekommen. Wenn es auf 0 ist, dann ist es relativ easy. Piers Community früher, Teil der Crew, Teil des Balkens. Ihre Community heute, fühl die Rolle, schmecke die Rolle, sei die Rolle. Ich glaube, ich werde mir heute Sushi bestellen. Mir geht's richtig gut. Ich habe unfassbar viel Spaß tatsächlich. Also, auch wenn wir schon sehr viele Anläufe jetzt für den Boss gebraucht haben. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich liebe solche Spiele. Das war ärgerlich. Also da habe ich einfach... Komm, spring mal. Alter, es hört nicht mehr auf zu springen.
jetzt kommt Feuer. Okay. Das hatte mich vorhin auch erwischt. Also das habe ich nicht gesehen, dass er mich da erwischt hat. Ich dachte tatsächlich, dass ich da das Timing drinnen habe für die Rolle. Das habe ich nicht gesehen, dass er mich da erwischt hat. Aber ich glaube, das Problem war da, dass ich in der Wand drinnen war und ich wollte nach hinten rollen und ich glaube, ich bin im Stand gerollt. Und das heißt, ich bin nach der Rolle da angekommen, wo das Ding war. Ich glaube, das war das Problem. Ich muss da ein bisschen mehr Map-Awareness haben, wo ich rolle. Das war nicht ganz so klug. Muss mal ein bisschen aufpassen. Ich habe die Wand einfach gar nicht kommen sehen. Ich habe nicht gecheckt, dass ich schon so nah an der Ecke bin. Das ist so gemein. Das Flush ist so gemein. Dieses Flush ist so gemein. Vor allem kommst du nicht mehr rechtzeitig auf. Wenn ich das Flush erwischt und der macht einen Folgeangriff, kannst du, also ich komme beim Rollen nicht mehr rechtzeitig weg. Weil du da einfach eine Minisekunde zu lange liegen bleibst. Das ist richtig gemein. Das ist richtig, richtig gemein. Was ist denn nun das Flush? Habe ich doch vorhin erklärt. Haben wir ihn doch vorhin erklärt. Ist doch klar, was das ist. Dass ich da keinen Schaden bekommen habe, wundert mich gerade extrem. Dass ich da keinen Schaden bekommen habe, wundert mich extrem. Also ich wäre davon ausgegangen, dass ich da jetzt gleich Schaden bekomme. Ach, scheiße, ey. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Gibt es schon einen Frust-Counter? Wenn ja, wie viel hat sie schon auf dem Konto? Wir haben jetzt einiges, glaube ich, schon ein bisschen. Also wir haben jetzt einige Tode tatsächlich schon. Einige schon ein bisschen, auch gutes Deutsch. 30 Tode werde ich schon haben, 40? Irgendwie sowas. Es ging jetzt recht schnell. Lol. Wenn ich so weitermache, habe ich auch gleich nochmal 20 mehr. Als ob das getroffen hätte. Ach komm. Das ist auch ärgerlich, wenn die Animation startet, du Schaden bekommst, weil du zu spät dran warst, die Animation aber noch weitergeht
und du aus der Animation rauskommst in dem Moment, in dem der nächste Angriff da ist. Das ist auch bitter. Ja. Das kann nicht sein, Mann. Das kann nicht sein. Okay. Hallo, Dalla Silvia. Ich gehe ganz kurz Pipi machen. Okay. Hallo. Danke für die lieben Kommentare im Chat, ey. Ja, Gummibärchen. Sie kommt jetzt 500 Gramm leichter zurück, ist wie Tuning. Ich habe vergessen, dass wenn ich rot leuchte und ich mache einen schweren Angriff, dass der automatisch 3 Hits macht und das nicht mehr abbrechbar ist. Das habe ich vergessen. Das darf ich nicht vergessen. Das war sehr knapp. Entspannt. Wusa. Wusa. Minisekunde, so eine Scheiße, fuck. Wow, Luletti. Nee, Chrono, das ist einfach nur ein bisschen Optics beim Fighten.
Hallo Lunatic. Ihr seid viel zu lieb. Ihr seid viel zu höflich und viel zu lieb. Ihr sagt da, ihr redet da irgendwas von trotzdem gut. Leute, ich hab Runs gesehen bei Dark Souls, die sind gut. Das hier ist nicht gut. Es ist sehr süß, aber es ist definitiv nicht gut. Aber es ist sehr süß. Ich danke euch für die motivierenden Worte. Es ist sehr, sehr süß. Aber gut ist es nicht. Aber es macht Spaß und es freut mich, dass so viele da sind, obwohl ich scheiße bin. Das macht mich sehr glücklich. Ach, verpiss dich, du Kackhund. Ja, ich komme nicht weiter nach hinten, ich komme nicht weiter nach hinten. Das gefällt mir nicht. Da triffst du halt den ersten, aber den zweiten nicht. Das ist halt ärgerlich. Komm ran. Nicht springen. Natürlich. Ach komm! Scheiße! Ich hätte nicht auf seine Lebensanzeige schauen dürfen. Ich hätte nicht auf seine Lebensanzeige schauen dürfen. Und ich hab's gesehen und ich war so, oh mein Gott, ich hab noch zwei Flasks. Ich hab noch zwei Flasks. Es ist nur noch so viel. Fuck, ich hab nur noch eine Flask. Ich hab noch eine Flask. Fuck. Egal. Er ist fast tot. Das ist dieser Dark Souls-Moment, ne? Das ist dieser Kack-Dark Souls-Moment, wo man hinguckt und dann hört das Gehirn auf. Das ist der Dark Souls-Moment. Okay, ich hab's verstanden, das war sehr greedy. Ich hab's verstanden. Okay, gut. Okay, wenn die Katze Feuer spuckt, auf den Arsch hauen, ist okay, aber maximal einmal, nicht dreimal. Ups. Aber zweimal geht. Zweimal geht. Dreimal ist zu viel. Zweimal auf den Arsch hauen, während sie Feuer macht, geht. Das sind die zwei Hits, also insgesamt vier Hits, die ich in der letzten Runde gebraucht hätte. Das machen wir, das wird schon. Wir müssen ein bisschen frecher werden hier. Das ist schon das, was wir brauchen. Schön den Hintern versohlen hier. Ist es nicht ein Hund? Nein, das ist kein Hund. Guck dir das Vieh an. Das ist mir scheißegal, ob sie das Wachhund nennen. Ja, du bist auch einfach. Ich wollte nur ein bisschen demonstrieren. Das war Absicht, dass ich meinen harten Hit nicht getroffen habe. Das war Absicht.
Eine Sekunde zu weit vorne. Scheiße, ey. Scheiße. Eine Einschüchterungstaktik. Ich weiß nur noch nicht genau, wen ich damit einschüchter. Ich glaube mich selbst in erster Linie gerade, aber ist nicht schlimm. Der predicted richtig gut. Man könnte fast meinen, es wäre ein NPC. Dankeschön übrigens, Dopfisch. Vielen lieben Dank für den Prime-Sub. Es tut mir auch extrem leid, wenn ich Subs heute übersehe, während ich hier im Full-Focus-Mode bin. Ich danke euch aber auf jeden Fall sehr für den Support. Dankeschön. Ich habe auch vorhin gesehen, dass ein paar Primes reingekommen sind. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist sehr nett. So. Verwirrungstaktiken sind gut, aber Verwirrungstaktiken sind vor allem dann gut, wenn ich damit den Gegner verwirre und nicht mich selbst. Ich würde sagen, das wäre das Ziel. Ach, der kann sich auch in die andere Richtung drehen? Okay. Gut. Der kann spontan die Richtung ändern. Eigentlich nur einmal Dings gedrückt gerade. Ich bin ein bisschen zu krass in der Ecke hier drin gerade. Lass uns mal ein bisschen lieber hier rüber gehen. Wir haben ihn. Das ist ja insane. Das ist ja einfach geil. Oh mein Gott. Cool. Oh, geil. Mega nice. Dankeschön, Sparrowlicious, für die 5 Subs. Das ist ultra süß. Vielen, vielen lieben Dank. Und Dankeschön, Obi, für den verschenkten Sub. Dankeschön. Oh, wie cool. Oh, ich freue mich. Geil. Holy shit. Ich freue mich. Meine leeren Runen sind eh keine Runen, aber ich habe es mal aufgehoben. Oh, wie cool. Vielen, vielen lieben Dank. Und danke. Es ist ultra süß. Und danke schön, Usel, auch für deine 5 Subs. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Danke schön. Ja, es ist ultra, ultra cute. So, ich gucke nur, ob ich noch irgendwas hier übersehen habe, vielleicht. Alter, das sind halt lauter so tote, widerliche Dinge, die an Wurzeln hängen. Heilige Scheiße.